Hallo, mein Name ist Robert Lu. Ich bin hier am Tag der Lehre der FH St. Pölten. Ja, ich habe heute am Tag der Lehre auf meinem Workshop-Stand präsentiert, wie es aussehen kann, wenn man im Zuge des Unterrichts eine durchgehende Geschichte erzählt. Also sehr stark auf Storytelling Wert legt, um die Studenten mit einer hoffentlich spannenden Geschichte zu begrüßen und die dann im Rahmen des Unterrichts konsequent bis zum Ende zu denken. In meinem konkreten Fall ist das in der digitalen Forensik. Sprich, wenn die Studenten reinkommen, werden sie mit einem Mord konfrontiert. Es ist ein Tatort aufgebaut im Klassenzimmer. Ja, mit allem drum und dran. Da steht ein Computer, da liegen Smartphones, USB-Sticks, eine Mordwaffe herum. Es sind virtuelle Blutspuren zu finden. Und die Studenten werden da relativ abrupt damit konfrontiert, was sie als Digitalforensiker tun müssen, um Spuren zu sichern, um interessante Beweisstücke zu identifizieren und digitale Spuren im Endeffekt zu interpretieren, zu analysieren, um auf diese Art und Weise dann, naja, den Mörder oder die Mörderin zu fangen. Was heute da ganz konkret hergezeigt wurde, war einerseits, wie die Geschichte an sich aufgebaut ist, wie man das durchziehen kann, hier einen Mordfall zu erzählen, der dann sich über die Theorie im Unterricht, Praxis im Unterricht bis hin zum Berichteschreiben am Schluss, wie das aufgebaut sein kann und wie sich das durchziehen kann. Und als Beispiel wurde eben ein bisschen darauf eingegangen, naja, wie kann ich jetzt diesen konkreten Fall lösen? Welche Dinge interessieren mich als Experte, Expertin in der Digitalforensik? Sprich, ich werde vielleicht am USB-Stick interessiert sein, aber nicht unbedingt an der Mordwaffe. Und all diese Konzepte wurden da auf spielerische Art und Weise rübergebracht und ein bisschen diskutiert. Was dann ebenfalls noch geschehen ist, es gab einen regen Austausch mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Feldern, um herauszufinden, wie man eventuell derartige Storytelling, Geschichten erzählen, auch in anderen Disziplinen umsetzen kann. Also da ging es darum, wie könnte ich zum Beispiel eine Lehrveranstaltung zum Thema Recht so interessant mit einer Geschichte versehen, dass die Leute nicht mehr stur Gesetzestexte auswendig lernen müssen, sondern persönlich investiert sind in eine Geschichte und dann tatsächlich diese rechtlichen Fragen beantworten möchten.